Ja, wir müssen ja auch noch zu Irakian Watch Dogs. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Die habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Bei dem ganzen Kenny. Barney. Herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du redest nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein. Ach komm bitte. Ich hab keinen Namen. Du verstehst nicht. Ich bin erledigt. Ich kann's nicht stoppen. Ich kenne nicht dieses Mädchen. Und sie sieht mich einfach nur an. Halt's Maul. Ich hab gesagt, halt's Maul. Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Piers, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, ich werde da sein. Irgendwie haben wir ihm gar nichts gesagt, kann es sein? Wir haben ihm nur gesagt, er soll reden. Und er fängt an zu heulen. Ups, hoppala. Oh, Entschuldigung. So, Jordi, mein Freund, ich bin doch schon da. Bist du auch schon da? Entschuldigung. Tut mir leid. So, mal gucken, ob Jordi auch schon da ist. Ich glaube es ja eher gesagt nicht. Eher nicht, ehrlich gesagt, so rum. Akt 3 mit allen nötigen Mitteln. Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Okay, dann wollen wir mal. Sollte eigentlich kein großes Problem sein. Wir kennen uns ja mittlerweile aus auf dem Gelände. Haben wir schon ein paar Mal eingenommen hier das Ganze. Und wir machen es wieder von hier. Nein, wir machen es wieder von der anderen Seite. Hallo, Freund. Hast du irgendwas? Nee, du hast nichts. Schade. Wäre schön gewesen, wenn wir den direkt hätten ablenken können. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Jordi ist cool. Was ist das? Dich haben wir schon mal ausgeschaltet. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir versuchen jetzt hier mal wieder ganz vorsichtig und geschmeidig vorzugehen. So. Hier um die Ecke, dann hier hin. Dann hier um die Ecke. Können wir mit dir was machen? Oh oh. Die Scharfschützen sind wieder am Start. Das finde ich eher doof. Hier können wir sprengen. Machen wir aber nicht. Wir werden jetzt einfach mal kurz warten, bis der Typ da wieder kommt. Ach, der läuft sogar hier rum. Nein, dort tut er doch nicht. Okay. Huhuhuhuhu. Okay, die Jungs fuchteln da noch rum, dann gehen wir einfach mal hier rum, so. Eieieiei. Uff. Alte Schwede, war das knapp. Guckt der hierher? Nein. Schnell. Okay. Spielt schon mal gute Mucke da drin auf jeden Fall, das ist schön.
mehr oder weniger. Okay, dahin sprinten. Und... Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. T-Bone hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja. Ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Tolle Wurst. Wie soll ich denn den Strom ausschalten? Wie soll ich denn da reinkommen jetzt? Komm ich. Hä? 9 Meter? Tja, ich würde ja gern da rein, aber. Ehrlich gestanden weiß ich nicht wie. Achso. Ach. Und so ein Trottel. So. Blackout, viel zu selten genutzt. Ist offen. Du kannst uns später lang. Pass auf dich auf, Aiden. Ich wusste nicht, dass du kommst. Hoi, hoi, hoi. Okay, ihn können wir ablenken. Okay. Das war gut. Die Waffe ist der Wahnsinn. Drauf! So, wir hacken natürlich sogar den Aufzug. Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Knöpfe drücken. Na, das tue ich auch. Fick mich! Ah, bist du der Arsch, Alter! Verdammt! Versteckt euch! Stecken? Ihr seid aber komisch. So, darüber müssen wir, denke ich mal, an. Yep. Wo kommt dieser Scheißkerl her? Fuck. Nicht vom Club. Die machen das nicht. Aber wer verdammt ist er? Ein Bulle? Warum soll denn Bruder sowas machen? Ich geh noch wegen dem Mann. Und dieser Video. Wo ist er? Ich hab ihn noch nie gesehen, aber. Aber ich muss mir die ganze Zeit gewollt sein. Bloß nie. Ich muss auch noch. Außer der Stadt. Mann. Wir sind echt gefickt, Alter. Ich kann mal nicht allein lassen. Oh nein. Oh nein. So will ich nicht sterben! So will ich nicht! Scheiße, Mann! Ihn hat und erwischt! Ah. Zack. Wunderbar! Das läuft. Möchte ich einfach mal so meinen. Okay, ist niemand? Das ist das Problem heutzutage! Keine Manieren, oder? Da hoch! Auf einem ganz anderen. So was hast du noch nie gesehen. Nur die Zeit irgendwie beobachten, die Strafen. Runter, verfickt nochmal! Jetzt wird er nicht mehr so verarscht, ne? Du willst das in die Länge ziehen, was? Blöder. Niemand zieht hier was in die Länge, also ich möchte einfach mal behaupten, viel schneller können wir hier gar nicht sein, Freunde. Wir haben das gleich komplett geklärt hier, das Thema. Ich soll mich also anstrengen, ne? Das ist okay! Spielt ihr da Computerspiele? Jetzt
kann ich nichts mehr retten. Ah, ah, schalt das ab, verdammt! Okay, ich hab's abgeschaltet. Uiuiui. Elektronische Teile. So, müssen wir denn da hoch? Okay, hinten ist nichts. Vorsicht, der war eben noch da. Jo, geht um ihn rum, los. Da, jo, oh, oh, jo, oh, 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 oh. Was war das denn? Jo, oh, oh, jo, oh, 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 yo. Oh, ist das scheiße, Pokémon-Soldat. Wer bist du denn? Warte mal, mein Freund. Das war dein Ende, möchte ich meinen. Nicht mein Ende. So, komm her. Sehr schön. Aber ich muss sagen, guten Musikgeschmack haben sie. Ich weiß nicht, ob ich die Musik drin lassen kann. Insofern verrate ich euch einfach mal, wie man da hört. Man hört einen gewissen Tupac. Der eine oder andere kennt ihn höchstwahrscheinlich noch. So. Bisschen Geld mitgenommen, wunderbar. Hier können wir. Oh, verdammt. Ich hab gedacht, es wäre was zum Entriegeln. Sprengen. Sprengen möchte ich eigentlich nicht so gern. Abgefangenes Audiolog. Nehmen wir auch direkt mal mit. Als mich eine Kugel erwischt. Zum Baden. Als jemand das hier findet, soll jeder erfahren, was ich war. Verdammt, ich war nichts, kam aus. Du wirst hier niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Ich bin bereit. Bleib mal die Nachrichten ein. Das hab ich geschafft. Ganz allein. Gut zielen, Jungs. Jetzt kommt's drauf an. Was hast du bisher erreicht? Ich bring dir mal Respekt bei und dann lied ich dich um. Ich hab eine ganze Menge erreicht, glaube ich. Schau mal da drüben nach, klaro? Uns entkommst du nicht, Schlampe. Heute Nacht stirbst du. Oh, 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 oh. Yo, wir sind... Wow, wow. So, auf die Sprengsätze kann man sich nicht verlassen, deswegen einfach mal Kugel in den Kopf, möchte ich meinen. Und Aiden wird jetzt hier auf jeden Fall zu dem richtigen Motherfucker. Der haut einfach alles und jeden weg, ey. Wie es aussieht, muss ich doch erstmal hier rum. Was ja kein Problem sein sollte. Einfach mal alles in die Luft jagen. Was ist da hinten los? Hallo, Freund. Ich gehe mal hier eben kurz durch die Gegend mit den per Kamera. Das war's schon. So, den haben wir auch. Abgefangenes Audiolog nehmen wir uns mit. Geld nehmen wir uns mit. Elektronische Teile nehmen wir uns mit. Tolles Vermächtnis, Bad Bug. Hast dich jetzt nicht so gut angestellt, muss ich sagen. Hier einmal entriegelt. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ne, sieht nicht so aus. Das ist irgendwie ganz schön einfach alles.
Gut, jetzt müssen wir nochmal hacken. Mal gucken. So. Okay, Clara. Bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich seh's. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Directs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut. Das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. So, jetzt müssen wir hier nur schnell wieder raus. Die Frage ist, werden uns jetzt Gegner entgegengeschickt? Hat... Ja, ich gehe stark... Ja. Oh Mann, sieh dich an! Crispin! Nein, nein, warte. Piers, stimmt's? Warst du das, Piers? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet's echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach davon. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt und meine Pläne durchkreuzt. Was warst du? Der andere Hacker aus dem Mellow. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Oha. Wo ist er hin? Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Mir ein Scheiß klauen, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Alter, stellt euch mal vor. Ein Möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Stellt euch mal vor, jemand hat hier so einen Häuserblock. Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser. Selbstgerechte Weltverbesserer. Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen. Wo bist du denn, mein Freund? Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, sind sie die Nächsten. Hast du Frau und Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine Fotze! Das ist ja ein bisschen. Es wird niemand herkommen, um deinen traurigen Arsch zu retten! Dein Scharfschütze ist raus! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Bring den Scheißkerl um! Ja, wo soll ich denn jetzt lang? So eine riesen Scheiße! Alter! Scheiß klappt! Alter Vater! Das hab ich nur. Der ist ein Gangster! Unser Mann wurde abgeknallt! Wo ihr plötzlich herkommt? Gibt's doch nicht, ey. So, Freunde. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an! Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Das Mello ist ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Piers. Spielen wir es zu Ende. Wird nicht viel von dir übrig bleiben, was ich begraben könnte. Alter! Kommst du plötzlich her? Dieses Arschloch. Steh dich! Nein! Aiden! Okay. Was ihr habt jetzt frei, Alter! Eieiei.
Was? Da ist noch jemand? Da ist noch jemand. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Da war noch jemand. Das ist ja schade, dass da noch jemand ist. Du willst meine Familie ficken, hä? Huh? In mein Haus einbrechen? Mir einen Scheiß klauen, hä? Huh? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Ich weiß, wer du bist. Ein Möchtegern-König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! So. Die Jungs kommen jetzt erstmal von da. Ja, ja. Ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Wieso trägst du denn deine Gegner vom Schlachtfeld ab? Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die Nächsten. Hast du blaue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! Hm. Es wird niemand herkommen, um den traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich, Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Na, gucken wir jetzt mal. Bring den Scheißkerl um! Jetzt kommt ihr plötzlich daher. Ich wollte mich eigentlich veräppeln. Krieg mit einem Soldaten an. Jetzt kommt der Dicke. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mir los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Tut mir fast ein bisschen leid. Das wird mächtig wehtun. Komm hier, mein Freund. Denke mal, du bist tot, ne? Kann das sein? Wow, wow, wow. Oh Mann. Persönlich, was geht denn? Alter Vater! Alter Schwede, okay, die zwei. Du willst meine Familie ficken, hä? Dicken muss ich erstmal umhauen. Mir einen Scheiß klauen, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen echt einen Plan. Ein Möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! So. Ja, ja. Ich kenn Typen wie dich, du Wichser. Selbstgerechte Weltverbesserer. Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen. Da einmal. Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die Nächsten. Hast du blaue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! Komm auf zu quatschen, weil ich möchte ganz einfach nur mal eben hier was töten. Es wird niemand herkommen, um den traurigen Arsch zu retten.
Ist überhaupt kein Problem für mich. Ich krieg das hin. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße, hier draußen bin ich Polizei. Du wirst allein sterben, Mann. Na komm. Bring den Scheißkerl um. Das passt einfach nicht, Alter. Los, und durch die Deckung! So. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Ich hab noch nie verloren, Pussy. Oh shit. Nein! Einmal kurz hochgeguckt und ich bin tot, das ist doch wohl nicht wahr. Alter, ey. Mann, ey. Und jetzt müssen wir uns das immer und immer wieder anhören. Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Mir einen Scheiß glauben, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Naja. Quatsch du mal. Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Allerdings muss ich sagen, ich finde den Synchronsprecher super. Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen! Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten! Hast du graue Kinder? Brüder und Schwester, du fängst meine, ich fäng deine, Fotze! So. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Mhm. Dein Scharfschütze ist raus! Yep. Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! So. Bring den Scheißkerl um! Danke. Komm schon. Oh, runter! Wow! Yo, besorgt euch eine Deckung! Echt mal. So. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wird nicht viel von dir übrig bleiben, was wir begraben können. So, komm ran, mein Freund. Von dir wird auch nicht viel übrig bleiben. Oh, Scheiße. Okay, na komm schon. Fuck! Alle tot? Oh nein, nein, nein! Ich würde nochmal sagen, ist schlecht gelaufen für euch, ne? Was ist denn los?
So, das müsste jetzt Iraq sein. Da ist er auch schon. Nicht ernsthaft, oder? Iraq beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie.